Endlich Wochenende. Da, 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 da. Ja, endlich Wochenende. Heute müsste der 10. sein. Der 10.6. Es ist Freitag, der 10.6. Das Wetter ist schön. Wie viel Grad haben wir eigentlich hier? Steht es hier? 3 Grad. Ja, gut. Ist für den Februar angemessen. Insgesamt ein bisschen kalt, aber nur gut. Wollen wir mal nicht meckern. Ja, ich habe mir keine Gedanken gemacht. Ich war kurz in der Küche, habe was getrunken, habe mir ein paar Nüsse reingepfiffen und gedacht, komm, ich nehme die nächste Folge gleich mit auf. Ich habe einfach Bock auf das Spiel. Aber ich wollte am Anfang ein bisschen die Werbetrommel rühren. Und zwar, es wird in Kürze ein neues Let's Play geben auf diesem Kanal. Jawohl. Wir warten da alle schon sehnsüchtig drauf. Moment, zwei haben sich krank gemeldet. Okay. Und ich hoffe, ihr unterstützt das genauso gut, wie ihr Software Inc. unterstützt. Und ich finde auch, ich will nochmal Werbung machen für The Hunter, Call of the Wild, für diese Folgen. Da gibt es Tagebuchfolgen, da gibt es Map-Vorstellungen, da gibt es eine ganze Menge. Wenn ihr da Bock drauf habt, wäre es nett, wenn ihr da mal reingucken würdet. Mach mal ganz kurz hier eine Kamera hin. Ich habe das Gefühl, ich möchte hier eine Kamera hinstellen. Weiß auch nicht genau warum. Sind denn die Kameras hier? Genau, und ich wollte noch mal sagen, dass es auch in Kürze hier, sehr gut, dass es in Kürze auch ein Sale geben wird ab dem 23. So, wir beobachten jetzt den Security-Menschen. Ab dem 23. gibt es den Steam Summer Sale. Juhu, das wird nice. Ich freue mich da drauf, wie immer. Ich freue mich eigentlich auf jeden Sale. So. Wir haben noch Verlust gemacht. So ist das. Ach, guck mal, wie sie alle arbeiten. Schön, ihr kleinen Ameisen. Ja, mittlerweile sieht das doch richtig gut aus hier, ne? Aber mittlerweile sieht das auch ziemlich dreckig aus. Ich verhungere. This room stinks. Was ist denn das Problem bei This room stinks? This room stinks. Das ist halt, ich verhungere. Der Kaffee ist was. This room stinks ist die Frage. Warte mal, wir werden mal eine Reinigungskraft rufen. Gucken, ob das dann hier weggeht. Könnten noch ein paar mit dem Rad kommen, sehe ich gerade. Ein paar Radparkplätze. Wir haben aber auch ein paar schöne Dingsparkplätze hier. Das ist gut. So, jetzt kommt die Reinigungskraft, die macht auf jeden Fall schon mal ein bisschen was sauber, das ist gut. Irgendeiner ist hier nicht da. Und hier arbeiten auch eine ganze Menge Menschen. Oh, ist das schön. Können wir das denn jetzt hier nochmals angucken? Ja, aber nicht so viele Menschen, die hier arbeiten. Also, komisch. Bruno Ramos und Kelly Chavez. Alles arbeiten an dem Audiosystem, das ist gut. Ja, aber alle arbeiten am gleichen, das ist auch nicht so schlecht. Gut, da kommt jetzt die Servicekraft. Vielleicht müssen wir tatsächlich zweimal am Tag sauber machen. Wir werden gucken. Hier ist das ja 21 Mitarbeiter stinken. Ja, ich finde aber irgendwann müssen die ja nochmal duschen gehen. Warum nutzen sie die Duschen nicht? Das ist doch die Frage, die wir uns alle stellen, ne? Warum nutzen sie die Duschen nicht? Ich meine, sie haben doch die Duschen. Warum duschen sie denn also nicht? Was haben wir hier? Einer möchte auf Bildung gehen. Auf Fortbildung. Nix, Verlobte schon wieder. Die ist aber auch echte. Puh, also die arbeitet aber auch wirklich, meine Güte. Ja, dann würde ich doch mal sagen, Moment, ist der Nick zufällig auch im Unterricht? Aha, der Nick ist auch im Unterricht, deswegen will der auch in den Unterricht gehen. Erwischt. Aber ey, sie hat. Können wir jetzt hier Audio sagen? Machen Sie mal zum Audio-Menschen. Ich glaube, der Nick war der Systemtypi und dann macht sie die Audio-Sachen. Hoppala. Damit wir das ein bisschen gleichmäßig verteilen. Ja, ist interessant, ne? Der eine will ist im Unterricht, dann will der andere auch gleich im Unterricht.
So, wie gesagt, ich verstehe gerade nicht, warum wir hier jetzt nicht mehr duschen Menschen haben. Warum gehen die Leute nicht duschen? What is the problem from the douching? Die gehen nur aufs Klo, aber nicht auf alle hier. Alle dürfen da duschen gehen. Ich gebe diese Dusche für alle frei. Mal gucken, was passiert. Ich meine, wenn wenigstens mal einer oder so duschen gehen würde, damit das hier mal ein bisschen runtergeht. Seltsam. Ja gut, weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, ich habe mir in der Pause keine Gedanken gemacht bezüglich dieses Raums. Ich sehe halt nur die drei Leute beim Bugs-Team. Da müssen wir mal gucken, ob die das schaffen. 68% haben wir jetzt. Vielleicht geben die mal noch ein bisschen Gas. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wir haben noch ein paar leere Tische hier. Die Marketing sind auch schon wieder nur bei vier Leuten. 1, 2, 3, einer ist krank und Nummer 5 ist gerade wahrscheinlich was essen oder macht Pause oder weiß der Kuckuck was. Also je mehr Leute man hat, desto weniger wird gearbeitet, habe ich das Gefühl. Und ich bin da, glaube ich, auch nicht der Einzige. Ich glaube. Wo ist denn die Musik schon wieder? Okay, geht auch. Dass man immer erst den Schallplattenspieler nochmal anstellen muss. Wie ist denn das hier mit dem Verpassten? Der Support ist eigentlich ganz okay, ne? Hier, ich weiß nicht, 24% glaube ich. Sieht doch ganz gut aus. Hier mit dem Marketing ist halt immer noch spärlich. Weiß jetzt auch nicht genau, hier ist noch einer. Ah ja, der kommt auch mal zur Arbeit, das ist ja schön. So langsam vor sich hin, ne? Also ich würde mal sagen, wir warten mit dem Gartenabriss bis April. Und wenn wir da noch einen Garten abreißen, wenn wir den Garten abreißen, dann werden wir da noch ein ganzes Team einstellen mit 10 Leuten, habe ich mir so überlegt. Und noch ein eigenes Projekt machen. Und zwar hätte ich gerne so etwas wie, naja, wie nutzen wir das Windows? Das wäre dann die Alternative DOS. Das Betriebssystem DOS. Wir bauen das Betriebssystem DOS. Wir sind hier. Ellen möchte auch auf Weiterbildung gehen. Ja. Aber dann auch nochmal bitte im Bereich von Audio vielleicht. Ich finde, das Core-Team ist groß, aber arbeitet irgendwie nicht so effizient, oder? Teams verwalten. Na, gucken. Kompatibilität liegt hier sehr hoch, das ist gut. Aufgaben haben sie nur eine. Naja, gut, da müssen wir noch mal gucken. Ach, wir müssen auch eine Urlaubsregelung finden. Ne? Wir müssen Urlaubsregelung finden. Meeting Missing Leader. Being planned. Aber haben wir nicht hier ein HR-Management? Möchtest du das Tutorial beginnen? Ja, Moment, was? Projekt 1, Gehälter 37.000, Monatsausgaben, Budget 900. Was? Beschwerden 0, Abdankung 0, General. Löhne verhandeln, Beschwerden verhandeln, Arbeitsfeldauswahl nicht ändern. Was gibt es da? Active Task Specs, Status, Bildungsstatus, was weiß ich, Bildungsniveau liegt bei 0. Rekrutieren, aha. Wir haben 7 Programmierer, 3 Designer, 2 Künstler. Merkmale, Gehalt, niedrige Fähigkeit. Okay, das lassen wir dann einfach mal. Danke. Fälle verwalten. Naja, ich wollte eigentlich gucken, kann man jetzt hier nicht sagen. Naja, ich finde, das sieht alles schon ganz gut aus. Das sieht alles ganz gut aus. Wir machen einfach mal weiter. So, ist auf jeden Fall alles sauber. Das war gar nicht so schlecht mit dem Saubermachen.
viele Löhne haben wir denn jetzt gerade? Sagen wir mal, wir gehen auf 100.000 Löhne im Monat. Ich überlege halt, ob wir wirklich nochmal 3 Leute für das Core-Team Nacht einstellen. Was haltet ihr davon? Ihr könnt ja leider auch nichts sagen, ne? Was haltet ihr davon? Ihr sagt ja nichts. Also hier sind auf jeden Fall noch ein paar beschäftigt. Das ist gut. Pass auf, wir machen Folgendes. Pause, Pause, Pause. Wir stellen, und zwar beim Service Marketing Support. Nein, da stellen wir nämlich genau, ja genau, Nebenfunktion Programmierer. Also Service Support, Gedönsrad, Filter bei Kompatibilität, das Nachtteam. Da werden wir nochmal 2 einstellen. So, Support Night. Erstaunliche Kompatibilität. Was ist das hier? Slow Eater. Ja, was ist das hier? Walk Instead. Naja gut, das kann er ja machen. Machen wir mal 2 da rein. Sehr gut. So, dann werden wir ein völlig neues Team machen. Team Nacht Core Night. Sehr gut. So, hinzufügen. Und da werden wir jetzt tatsächlich nochmal 4 Leute einstellen. Und zwar brauchen wir hier Programmierer. Nebenfunktion Designer. Gehalt niedrig. Core Night. Ja, wir haben gar keins. Ich weiß. So. No new applicants were found. 650 has been refunded. What? Na gut. Egal, not available. NA. NA. Hypochondrik wollen wir keinen. Forgetful, den können wir nehmen. Hier, Heriberto. Einmal. Born Leader, den Hypochondrischen will ich nicht. Und die alte Sohle will ich auch nicht. Snail Pace, das waren die langsam laufenden, ne? Walk Slower, ne, das wollen wir nicht. Silent but deadly. Nobody will take the elevator with them. Den können wir nehmen. Da haben wir 3. Na komm, nehmen wir auch den 4. hier dazu. Bams. So. Haben wir jetzt 4 im Nachtteam, richtig? Teams verwalten, Core Team. Ja, die Kompatibilität liegt sehr hoch. Das finde ich gut. Aber die liegt insgesamt alle hoch, bis auf dem eigentlichen Projektteam. Da müssen wir vielleicht nochmal gucken, ob wir da nicht etwas ändern. Die machen im Februar für einen Monat. Die arbeiten. Moment, jetzt habe ich das geändert hier. Uiuiui, ich wollte eigentlich das hier ändern. Die machen im November Urlaub. Für einen Monat, genau. Und die arbeiten von. Wie arbeitet denn das Core-Team? Bis 16 Uhr. Dann arbeiten die von 18 Uhr bis. Wie lange arbeiten die? 8 Stunden. Also 6 Stunden bis 0 Uhr. Also arbeiten die bis 2. Ne? So. Ja, ne? Okay. Probieren wir das mal. Da müssten die unten arbeiten. Ja, mal schauen. Wir bräuchten noch einen Nachtboss. Also einen, der nachts aufpasst. Ich passe ja tagsüber auf, aber bräuchten wir noch einen zweiten Boss. Das würde bedeuten, dass wir jetzt einfach auch mit einer halben Kraft hier nochmal weitermachen. Und das ist ja gar nicht so schlecht. Dann können wir einfach mehr Aufträge machen, weil jetzt gerade ist mein Gefühl, wir machen nicht so viele Aufträge da an der Stelle. Wir verdienen auch, glaube ich, nicht so viel Geld. Na gut, das ist ja noch mit dem Februar. Aber wir haben auch das alles nicht mehr kontrolliert. Ne? Wir haben das hier alles nicht mehr kontrolliert. Eieiei. Ziel NA. Das hier müsste mal weg, ne? 1. Mai, erster Tag von Mai. Aber das müssten wir auch irgendwann mal hinkriegen. Lass doch mal nochmal gucken. Ja, von der Versandkapazität her passt das. Das hier ist auch ein bisschen seltsam. So, okay. Ja, schauen wir mal, wie wir da jetzt so weitermachen. Okay, wir haben ja eigentlich Musik, bitte. Dankeschön. Jetzt haben wir schon wieder dieses Stinking-Problem. Okay, wir können beim Stinking-Problem mal gucken. Die sind alle im Core-Team. Das heißt, es sind eher die, die unten arbeiten. Macht das denn Sinn, denen auch eine Dusche hinzustellen? I don't know. Das mit den Duschen ist mir noch nicht ganz klar, tatsächlich. So, hier haben wir noch ein Angebot. Druckaufträge.
6 Millionen bis Dezember 83. Das können wir mal ganz schön verwerfen. Das werden wir mal ja gar, 6 Millionen werden wir gar keine machen. So, und jetzt ist schon wieder Abend. Und jetzt müsste da auch irgendwo. Sehe ich irgendwas nicht? Wo ist das Core-Team? Ach. Moment, hier mal eben. Core-Team zuweisen auch Nacht, logischerweise. So, Core-Team tagsüber und nachtsüber. Das muss man dann oben bei dem Design-Teams. Lead-Designer, keiner. You can pick a Lead-Designer for a contract. Which will slow them down, but reveal some of their creativity. Oh ja, ich wackel dabei einiges. Okay. So, aber hier ist irgendwie keiner. Also, weiß jetzt auch nicht genau, wo sie sind. Bei der Arbeit. Aber wo? Ah, Moment. Ich hab's. Das müssen wir auch nochmal einstellen. Haha. Genau. So. Das heißt, die sind jetzt hier irgendwo. Ein Mitarbeiter ist hungrig und kann sich deswegen nicht auf seine Arbeit konzentrieren. Der Tor oder was? Jennifer Lee. Support Night. Da geht doch was essen. Was ist denn mit euch los? Wir haben eine Küche. Also ich meine. Gut, man weiß jetzt gerade nicht, wo sie sitzen, die Leutchens. Sitzen hier nicht. Finn, Dilde haben sich krank gemeldet. Okay. So, was haben wir jetzt hier? Also, vier Leute sind hungrig und können sich nicht auf die Arbeit konzentrieren. Was ist euer Problem? Also, irgendwie kann ich mir nicht helfen. Ich habe das Gefühl, dass es heute irgendwie ein bisschen sehr buggy ist. Irgendeiner sitzt auf dem Klo. Core Knight. Wir werden ihn mal verfolgen. Wo geht er denn hin? Cornight. Und wo sind die Backleute? Ach, die Backleute, die arbeiten ja gar nicht. Ah, stimmt. Aber wo ist Nummer 4? Momentchen mal. Haben wir nicht 4 eingestellt? Cornight, ja. Ah, es kann sein, dass der jetzt schon unterwegs ist nach unten. Kann das sein? Nee. Was macht ihr denn hier? Ihr schlaft? Support Night, Hunger. Sag mal, was ist denn mit euch los? Jetzt mal ernsthaft. I hate working nights. Ich fühle meinem Team unwohl, es gibt nichts zu tun. Support Night, sieh, es gibt nichts zu tun. Habe ich was verpasst? Hier sind Leute in der Warteschlange. Ich verhungere. Slow Eater. Jetzt hier zwei Slow Eater dabei, also Slow Eater, nee, Need Freak. Ich verhungere. Was ist denn euer. Also jetzt mal ehrlich, nehmt doch einfach hier. Da ist doch. Es gibt doch eine Küche. Vielleicht habe ich mit diesem ganzen Obenbauzeugs doch einiges durcheinander geworfen. Warte mal, wir machen mal Folgendes. Wir speichern das mal als. Hier, proklamiert das. Sind Sie sicher, überschreiben möchten? Ja, möchte ich. Spiel gespeichert. Jetzt laden wir das Ganze nochmal neu. So. Vielleicht macht das ja was. Drei Leute können sich nicht auf die Arbeit konzentrieren. Ich verstehe nicht. Geht doch einfach in die Küche und esst doch was. Ihr habt doch hier, ist doch einfach auch da. So. Das ist mir unbegreiflich. Unbegreiflich ist es. So, Musik bitte. Danke. Okay. Aber jetzt sind sie auch alle wieder nach Hause gefahren. Ne? Arbeitet das Nachtteam denn auch 18 bis 2? Ja, tatsächlich. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Das macht auch nur einen Monat Urlaub. Was soll das? Lustige Idee. Das Backteam macht auch nur einen Monat Urlaub. Lustige Idee, dass ihr mehr kriegt. Also wirklich sehr lustige Idee.
Also die Küche ist für alle zugänglich. Das ist mir unklar, warum die jetzt... zugänglich, von daher, das muss funktionieren. Die müssen einfach in die Küche gehen und sich was holen. Ich meine, ich kann die jetzt nicht einfach einen Koch einstellen, oder? So, das Core-Team arbeitet, das ist sehr schön. Da geht's ab. So, würde ich jetzt hier mal... Guck mal, die essen wenigstens. Oder, warte mal, kann das sein, dass sie nichts mehr im Kühlschrank hatten? Kann das sein? Vielleicht. Jetzt machen die schon diese Schauersache. Warum gehen die nicht duschen? Also falls das jemand von euch weiß, schreibt es doch bitte mal in die Kommentare. Ehrlich jetzt mal, warum gehen die nicht duschen? Die gehen aufs Klo, aber die gehen nicht duschen. Jeder. Ich verhungere. Core Knight verhungert auch. Aber der isst. Warum kann der essen und die anderen nicht? Naja. Ah, die haben nochmal eher einen extra Kühlschrank hier, ne? 2 von 5, 0 von 20. Der Verkaufsautomat ist leer, deswegen. Schau an, der Verkaufsautomat ist das Hauptproblem. Pause. Dann müssen wir leider einen zweiten Verkaufsautomaten aufstellen. Ist das am Ende das Problem? Na, guck. Die haben sich wirklich am Automaten was geholt, wa? Krass. Naja gut, ich meine, sollen sie mal machen. Ich glaube, das hier ist fertig, ne? Kommen wir uns schon mal den nächsten da an Pfeifen hier. Mann. Also die Woche hat so krass angefangen mit so einem riesen krassen Umbau und jetzt hängen wir hier so ein bisschen durch. Warte mal, wir machen mal noch was anderes. Ich will noch eine zweite Reinigungskraft einstellen. Und die zweite Reinigungskraft, genau, die macht die Morgenschicht. Boah, hier, das wackelt hier aber ganz schön, ne? Ja, zittert ganz schön. Weil es sieht dann doch hier morgens schon echt arg aus und so wollen wir es eigentlich auch nicht lassen. Das ist eigentlich nicht so, dass... So sollte das eigentlich nicht aussehen. Ich will ja schon ein bisschen Ordnung haben. So, die kommen erstmal zum Frühstück hier. Projekt 1. Alle gehen erstmal frühstücken, oder was? Macht ihr das in eurem Job auch so? Nee, ne, ich denke nicht. Da wird doch irgendwie jeder mal gefrühstückt haben, wenn er noch ins Büro kommt, oder nicht? Warum gehen unsere Verkäufe nach unten? Wisst ihr, was wir noch ganz kurz probieren? Wir finishen jetzt hier mal. Your employees haven't finished the update. If you stop now, all their work will be discarded and only bug fixes will be applied. Are you sure you want to continue? Nein, wollen wir natürlich nicht. Alles klar. Ach, schade. Ich wollte eigentlich mal ein Erfolgserlebnis haben. Wenigstens in dieser Woche eins irgendwo. Nun gut, aber wir haben uns diese Woche, also das muss man einfach mal sagen, wir haben viel aufgebaut. Oh, jetzt sehe ich gerade, das sieht doch sehr hässlich aus. Wollen wir verbinden? Moment. So. Ja, das sieht schon ganz schön aus. Das sieht doch schön aus. Vielleicht sollten wir hier noch mal ein bisschen was Größeres dran schreiben. Aber wir haben halt auch einen Riesenbau, ne? Kann man nicht anders sagen. Wir haben auch echt einen Riesenbau. Das ist natürlich schön, hier so ein kleiner Garten in so einer Häuserschlucht. Aber so richtig schön ist es auch nicht. Also, naja.
die arbeiten die kleinen Ameisen. Aber wie man wieder sehen kann, also, warte mal, wo sind die? Zustand. So, gucken wir doch mal, wie viele Leute nicht bei der Arbeit sind. Okay, 4 sind alleine nicht im, sind im Unterricht. 1, 2, 3, 4 sind krank. Gut, und die sind zu Hause, weil jetzt gerade nicht Nacht ist. Okay, also 8 Leute fehlen alleine hier. Das heißt, ich höre weniger Tastaturgeklimper, als ich möchte. Ich muss auch sagen, ich habe mich hier schon ganz schön zu einem Chef entwickelt. Das ist vielleicht nicht immer gut, aber... Es ist so, wie es ist. Mach, lauf, los, peitsch. Nun gut, wir nähern uns der magischen Aufnahmegrenze. Warte mal, was ist denn hier? Was geht denn hier ab? Wieso haben die denn alle nichts zu tun? Und warum ist er der Einzige, der arbeitet? Wer bist du denn überhaupt? Sandra, Code, Design und Kunst. Code, Design und Kunst, Zustand bei der Arbeit. Weil der tut ja nichts. Das verstehe ich nicht. Jetzt ist wieder nur die Sandra am Arbeiten. Und als Designer, wir haben ja noch mehr Designer, aber es ist ja nicht nur Sandra. Guck mal hier, zum Beispiel Finn, der müsste ja auch arbeiten. Also wir haben doch eigentlich genug Leute, die jetzt was zu tun haben, aber irgendwie tut ja keiner was. Was soll denn das? Jetzt geht keiner duschen. Irgendeiner... hat Hunger. Die sitzen alle da rum und sitzen sich den Arsch platt. What the fuck? Was ist denn zu tun? Creativity oder was? Na, wieso komme ich denn jetzt? Ah ja. Adaptive Music. Finn, Mark, Sandra. Sandra, Finn, Mark. Okay, wir sind die Einzigen, die das hier machen gerade. Das kann ja nicht sein, dass ich hier der Einzige bin. Also, ich hab's natürlich drauf, das ist schon klar, aber es hängt jetzt nur von meiner Arbeitskraft ab, das finde ich blöd. Und von Sandras. Ja, aber es muss tatsächlich an dem Designer-Zeugs liegen, ne? Sonst ist keiner, obwohl die. Nee. Doch, Finn, ja genau, Finn, Mark und Sandra. Das heißt, wir haben 2 Sterne in 2D, vielleicht deswegen. Einer, ist das Finn? Ja, das ist Finn, genau. Also arbeiten gerade nur die mit den 2 Sternen im Dings. Obala, ja, also das muss ich sehen. Sehr gut, das scheint sie jetzt auch mal hier umgestellt. Das ist sehr gut. Ja gut, Freunde der Nacht, ich glaube, das soll es für diese Woche gewesen sein. Es lässt mich gerade ein bisschen unzufrieden zurück. Ich hoffe, euch nicht so... Und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Und ich freue mich über Kommentare, falls es denn welche geben sollte. Ja, verrückter Scheiß. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Macht's gut!